Ja, hallo, ihr hört ja schon die bedrohliche Musik im Hintergrund. Der Raub der Normannen ist losgegangen und wir wollen den natürlich stoppen. Dazu bewegen wir uns ganz gemütlich, wie wir sehen, völlig gechillt zu unserem Bruder, der sagt, dass er auf die Mama aufpassen wird. Und die Mama, die sagt, dass sie alles verbarrikadieren will. Und dann gehen wir hier mal raus und schauen mal, was wir machen müssen, was wir machen können. Kettil rennt dich beinahe um, als du herauskommst. Sein Blick ist wild. Du bist wach? Na, das will ich meinen, dass ich wach bin. Wo sind die anderen? Ups. Nefja hält die Brücke. Asleifer will das Nordtor verstärken. Wurden die Leuchtfeuer denn nicht entzündet? Nein, wurden sie nicht. Lasst uns diese Big Hugh Sonner dahin zurücktreiben, wo sie herkommen. Geh voraus. Okay. Also, wir sollen Asleifer oder Nefja schützen. Hier oben ist Elmfried Krückgassen oder wer auch immer das ist. Da ist Asleifer und hier unten dürfte dann irgendwo die Nefja sein. Hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Nefja hin und schauen mal, wie wir ihr helfen können. Aha, ich wollte eigentlich mit ihr reden, aber gut. Sorge dafür, dass kein Feind den markierten Bereich erreicht. Okay. Toll. Toll. Und der dritte Bogenschütze. Ja, ist ja geil. Aha. Ja, demoralisiert. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo einen Schutz? Wir haben hier einen Bogenschützen. Und ja, jetzt wäre eigentlich das zweite Set ganz gut, ne? Dann gehen wir da erstmal aufs zweite Set und schießen. Können wir den treffen? Trefferchance 20%. Trefferchance 15%. Ach du Scheiße. Ja, wir sind ein richtig guter Bogenschütze, stelle ich fest. Ja, ich würde trotzdem sagen, wir schießen erstmal da drauf. Auf die Tante hier. Hier haben wir 20. Da war sogar nur 15. Dann schießen wir da mal auf ihn. Okay, haben wir nicht ganz getroffen, aber er ist geplagt. Naja, gut, schauen wir mal. Da haben wir einen Schutz. Ja, ja. Aber nützt er uns hier was? Glaub nicht, ne? Haben wir hier irgendwo einen Schutz? Irgendwo was, wo wir uns hinstellen können und nicht sofort getroffen werden? Höchstens da, ne? Dann gehen wir mal jetzt da so hin. So. Die Nefja kann die sich irgendwo hinstellen? Nefja stellt sich mal warte mal, erstmal er stellt sich hier hin. Zweites Set haben wir bei ihm nicht, ne? Nee. Oh, keine Schutzmöglichkeiten. Die können uns mit ihren Bögen gemütlich zusammenschießen. Pass auf, du gehst, weil wir eh nicht angreifen können. Gehst mal hier so hin. Vielleicht haben wir da ein bisschen Schutz zumindest. Kettil
Trefferwahrscheinlichkeit 5%. Ach du Scheiße. Ist ja gar nichts. Was haben wir denn hier? Einen Streuschuss haben wir hier und einen Schnellschuss. Dann machen wir hier mal den Streuschuss hin. Dann sind die schon mal entdeckt. Und danach hier hinter. Und Nefja muss auch hier weg, ganz nach hinten. Die kann ja wieder nach vorne kommen, nur so auf offener Flur, auf offenem Flur haben wir überhaupt keine Chance. So, kann ich noch irgendwas machen? Nein. So, was ist mit ihm? Er hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 43%. Okay, da drauf. War klar. 45% ist auch nicht gerade toll, ne? Komm. Ich selber 5%. Ich bin ja ein begnadeter Bogenschütze. Zweites Set. Hierhin. 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 Runde beenden. Alles andere ist ja Quatsch. Okay, das tat weh. Mhm. Fuck. Miststück. Wie viele Truppen hat diese Sau? Ja, unglaublich. So. Was kann er denn hier? Hat kein Schild. Spalten für eine Attacke im Aus mit 20% Schaden. Mit plus 20% Schaden. Die speziell das Schild deines Gegners anvisiert. Das hat sie nicht. Oder er nicht. Muss geblockt werden, woraufhin du unmittelbar drauf mit der Primärwaffe. Hat der sowas? Lose Feuerwehr. Mit plus für jedes Hexfeld, das du durchschritten hast, vor dem Angriff auf das Ziel. Da das jetzt kein... Da der kein Schild hat, kriegt er nur ein geballert. Aber der hat's in sich. Okay, wir müssen uns noch nicht mal eigentlich bewegen. Wir können das auch so regeln. Alles klar. So. Was ist denn hier? Drauf.
Sehr gut. Auf ihn. Auf sie. Geil. Sehr, sehr geil, dass die weg ist. Die sind mit Abstand das Gefährlichste, die Bogenschützen. Was haben wir hier? Ein Streuschuss können wir auch noch. Gegner enthalten von... Oh. Da machen wir doch mal hier was hin. ...25% Genauigkeit ist schon... ...ist schon mal was. Okay, weiter geht's. Okay. Du hier drauf. Wow. Geile Scheiße. Habt ihr das gesehen? Sehr gut. Sehr gut. Kann er sich noch bewegen? So, ich versuche ihn ein bisschen aus dem Weg, aus der Schusslinie zu nehmen. Weil er schon sehr stark angeschlagen ist. Gucken. Okay. Okay. Jetzt kommt wieder ein Bogenschütze. Gut. Also sie muss auf jeden Fall jetzt weg. Hier drauf. Dann hier hin und da drauf. Alles klar. Sie auf ihn. Auch gut. Kettel. Muss ihn heilen. Gut. So, und unser Bogenschütze hier. Der kann ja auch heilen, stelle ich gerade fest. 95% Trefferchance, schießt auf ihn. Geil. Das sieht jetzt doch schon sehr viel besser aus. Er hat jetzt noch hier den weiß ich nicht, was ist das? Den Metzgermeister auf jeden Fall, der hier Theater macht. Dann haben wir da noch einen Bogenschützen. Und das war's. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden mit ihm hier drauf schießen.
Dann werden wir mit ihm. Kettel heilt wieder. Dann ist unser Schmied wieder bei 100%. Und kannst du den noch weghauen? Geht das? Nee, das geht nicht mehr. Aber das geht. Ja, sehr geil. So. Ja, jetzt schauen wir mal, guck, ob er noch rankommt. Sieht nicht so aus. Dann entdeckt den doch mal. Ach, das ist ein Schnellschuss. Okay. Mal hier vor. Und ruf. Sehr schön. 58%, mal sehen. Leider nicht getroffen. Sehen, ob wir da überhaupt dran müssen. Er setzt wieder aus. Oh, umso besser. Da drauf. Alles klar. Haben wir den schon mal besiegt. Aber wir müssen ja den Assläufer auch noch helfen. Ne? Gut, unsere Lederrüstung hat ein bisschen Schaden genommen, aber sonst sehen wir eigentlich alle recht gut aus. Der verletzte Norweger geht zu Boden und du gönnst dir eine kurze Verschnaufspause, um die Situation zu beurteilen. Neffi erwischt das Blut von ihrer Klinge. Ich bin froh, dass du so früh eingetroffen bist. Diese Räuber verstehen nämlich ihr Handwerk. Du drehst dich um und siehst Lithior aus dem Rauch, der inzwischen die ganze Umgebung einhüllt, auf dich zurennen. Du lebst? Die anderen wehren immer noch den Angriff am Nordtor ab. Wenn du dich beeilst, kannst du vielleicht dort noch ein paar Räuber erschlagen. Neffia hat sich dir angeschlossen. Ja, das ist schön. Werden wir machen. Erstmal müssen wir natürlich wieder looten. Na, wir müssen gucken, was wir hier so finden. Bei unseren... Warum leben die eigentlich alle noch? Habe ich nicht die tödlichen... Doch, ich habe doch die tödlichen Schläge ausgeübt. Baden, okay. Da haben wir noch eine. Na, dann mal hier weiter. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Schade, der Schmied, den hätte ich gerne mitgenommen. Der ist schön. Der teilt ordentlich aus. Gefällt mir. Klar, warum dürfen die eigentlich immer anfangen? Finde ich scheiße. Ganz ehrlich. Aha. Ja, was ist jetzt hier? Eliminiere alle drei Feinde. Verstärkung wird in zwei Runden eintreffen. Verstärkung wird in fünf... Oh je. Okay, also, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Bogenschützen, dann haben wir hier einen Fighter. Fangen wir mal mit ihm an. Du gehst mal hier hin und schießt dann auf ihn. Ja. Sehr schön.
Dann haben wir die gute Nefja. Die Nefja geht erstmal hier hin. Ich selber kann ja so auch jetzt erstmal nichts machen. Geh hier hin. Asleifa, du klopfst ihm einen rauf. Gehst danach in Deckung, auch wenn du jetzt einen abbekommst. Du gehst hier hin, würde ich sagen. Nee, du gehst hier hin. Verdammte Hacke. Okay. Der Kraxon geht hier hin und haut auf ihn drauf. Und du bist ein Bogenschützer, sehe ich gerade. Du schießt auf. Nee, du machst folgendes. Du machst hier den Streuschuss hin. Damit, egal wer da kommt, dass derjenige erkannt wird. So, und dann noch auf ihn. Schade, ist geblockt. Dann bitte einmal hierhin zurück. Okay. Das wär's erstmal. Meine Fresse. Auf ihn. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 52% ist nicht so viel. Hier drauf. Sehr gut. Kettil vor. Heilen. Gut. Gut. So. Die gute Jägerin, die wir hier haben. Hier rüber. Auf ihn schießen. Scheiße, geht nicht. Kann er draufhauen. Funktioniert alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Wie fit ist er? Ziemlich fit. Fit genug, um ihn umzuhauen. Alles klar, geh in Deckung. Eine gute Nefja, du ziehst vor und ich selber ebenfalls. Auch zwei vor. Auf geht's. Gut,
Na, die Trefferchancen sind natürlich alle nicht besonders. Nefja, stepp mal da drauf. Alinantur drauf. Sehr schön. Kraxon drauf. Das war alles? Das war ja nun eher, ne, enttäuschend, würde ich mal sagen. Hier drauf schießen. War das eine Frau? Mein Gott. Kettin? Komm mal hier vor. Mach mal wieder den Heilemann. Gut! Gut. Okay. Dann einmal hier vor. Einmal hier vor. Und unsere Jägerin mal dahin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. War klar? A good death. A warrior's death. Ich denke, der ist da in Deckung. Hallo? Gibt's doch nicht. Keine besonders guten Trefferchancen. Kann ich nicht drauf, so ein Scheiß. Kann ich auch nicht. Dann schieß mal auf ihn. Na, das hat wenigstens funktioniert. Ist alles nicht so berauschend. Hau ihn mal um. Ach, der ist ja benommen. Scheiße. So ein Kack. Dann da mal rum und da mal drauf. So. Dann mal hier. Die kriegen ja gleich noch mal Verstärkung, ne? Deswegen will ich das mal bei einem Streuschuss belassen. Okay, du gehst mal dahin. Die Nefja geht hier hin. Und wir warten mal ab. Okay. Wer ist das? Das schade. Da mal drauf. Drauf. Geht nicht, so ein Scheiß. Hier hin. Nefja dahin. Auf. Gut. Hier hin. Drauf.
nicht getroffen. Das darf doch wohl jetzt echt nicht euer Ernst sein, oder? So, ich habe ja noch nicht geschlagen, ne? Na egal, wir gehen mal dahin. Na, er hatte noch nicht geschlagen und du gehst dahin. Bin mal gespannt, wann die nächste Runde kommt. Die nächste Runde Feinde, die kommt, glaube ich, jetzt, ne? Ja. Du? Alles nicht so berauschend. Also so als Jägerin, dafür, dass das eine Jägerin ist, ist die ziemlich scheiße, muss man sagen. Mit ihrer Trefferquote. Dahin? Super. Und da drauf? So, wir hier hin, da drauf, Nefja, hier hin, da drauf, so, du hast schon, so du, dahin. Da drauf. You hope to best me? Pathetic. Was ist das? Schnellschuss, ne? Mach mal da drauf, zweimal. Fehlt. Ich kann leider nichts mehr machen. Ziehen wir erstmal hier vor. Fuck it. Jetzt gibt's die heilen sich natürlich wieder gegenseitig. Eieieiei. Demoralisieren und jetzt schlägt er hier drauf und dann ist Kettel erstmal am Boden. War klar. Nicht klar, was passiert. Sehr gut. So. Wir gehen mal hier rum und hauen da drauf. Gehen dann dahin, machen Platz für Nefja. Die geht dahin und haut da drauf. Genau. Du ziehst hier vor und haust da drauf. Und wie heißt da? Der Kraxon, der haut da drauf. Kraxon, da drauf. Steht immer noch. Der ist aber nicht tot, ne? Ich hoffe, der ist nur verletzt. So. Naja, gut. Das ist echt. Ein echt schlimmer Schaden, den du uns da zugefügst. Kann die heilen? Die kann nicht heilen. Keiner kann die heilen. Ist doch scheiße. Naja, dann du. Und erledigt. Huiuiuiuiuiui. So, wie geht's denn dem Kettil? Hat keine Verletzung, der hat nur einen auf den Dez bekommen und ist dadurch ohnmächtig geworden. Naja, gut. Als der letzte Angreifer zu Boden geht, herrscht augenblicklich Stille in deiner unmittelbaren Umgebung, sodass die Schlacht plötzlich weit entfernt zu sein scheint. Aslaifs Stimme
Bring deine Gedanken zurück. Bin froh, dass du noch rechtzeitig gekommen bist. Diese Bastarde sind zäh und auch gut ausgerüstet. Unser Dorf ist nicht das erste, das sie angegriffen haben. Thorfinn, der Schreiner, taucht zwischen zwei Häusern auf. Die Schürze starr vor Ruß und Dreck. Er klingt kurzatmig. Ah, oh, mein lieber Junge. Ich bin so froh, dass du lebst. Der Anführer der Räuber ist auf dem Weg zum Langhaus. Er ist mit einer weiteren Gruppe um das Dorf geschlichen und von Osten her eingedrungen. Besiege Gunnar vor dem Langhaus. Ist ja klar. Noch ein. Okay. Aber wisst ihr was? Den Gunnar, den schnappen wir uns in der nächsten Folge. Sonst wird das alles ein bisschen zu lang. Ja, wir haben jetzt schon 36 Minuten. Und das reicht erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich müsste noch ein bisschen mehr kommentieren. Ich weiß, wenn ich kämpfe. Ich bemühe mich darum, aber ich bin selber immer ganz, ganz hin und weg. Ich muss mich da noch, wie ihr vielleicht merkt, sehr konzentrieren. Aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht schon beim nächsten Kampf bin ich sehr viel besser. Seid dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Euer Alien.